Skrrr, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Es ist ein kleines Infovideo, weil alle Leute gefragt haben, ey, was mit Gamescom? Bist du da überhaupt vor Ort? Und warum finden die Videodays eigentlich nicht mehr statt? Da habe ich nichts mehr zu tun, das ist mir auch egal. Leute, ich habe hier eine kleine Tabelle für euch vorbereitet, muss sie aber selber vom Handy ablesen, weil die Gamescom ist dieses Jahr geisteskrank gefüllt. Das war der Satz, den ich eigentlich formen wollte. Ich würde sagen, wir beginnen direkt mit dem allerersten Tag. Ihr kennt ja immer diese kleinen Update-Videos für die Leute, die es überhaupt nicht interessiert. Ihr könnt jetzt gerne draußen auf der Autobahn spielen oder irgendwas anderes mit eurem Leben anfangen. Ich bin da für euch raus. Für die Leute, die zu Gamescom kommen, gönnt euch, meine Freunde. Also, beginnen wir am wunderschönen Dienstag, wo ich auf der Gamescom tatsächlich auch schon bin. Allerdings bin ich da nur privat unterwegs, habe ein paar Business-Termine. Das heißt, am Dienstag könnt ihr mich nicht treffen, weil ich mich da einfach mit ein paar Leuten treffe. Auch aus dem privaten Freundeskreis, ein paar Menschen, die ich lange nicht mehr gesehen habe. Die Pizza mit Jungs zum Beispiel oder auch den Herrn, der bei mir übernachtet, der aber noch nicht revealed wird, weil es nämlich noch ein Geheimnis ist, aber es ist sehr schön, dass der da ist. Gehen wir direkt dann weiter zum Mittwoch. Da bin ich von 12 bis 14 Uhr auf der Twitch-Stage anzutreffen, meine Freunde. Wir packen euch alles nochmal mit, samt den Stages und dem Ort der Stage in die Videobeschreibung. Da könnt ihr alles nochmal raussuchen. Dann bin ich ab 16.30 Uhr bis 17.15 Uhr auf der Red Bull-Stage, hab da einen kleinen Talk. Vielleicht können wir da ein paar Fotos machen, vielleicht doch nicht. Ich kann es euch nicht garantieren. Das ist immer so, je nachdem wie voll es da ist und wie viel da los ist. Eigentlich bin ich da nur zum Reden. Eigentlich auch nicht zu Fotos machen, aber man kann ja vielleicht mal zwischendurch gucken, ob da was möglich ist, ne? Ganz kurz verlinke ich euch noch ein anderes Video von Malte, meine Freunde. Knicke für die Gamescom, was er gesagt hat. Bitte duscht euch alle regelmäßig, bitte putzt euch die Zähne, bitte trinkt genug, damit ihr nicht umfallt, weil umfallen machen nämlich nur dumme Menschen, meine Freunde. Bitte drängelt euch nicht vor, bitte zieht euch nicht gegenseitig in den Haaren und bitte fangt nicht an, in der Schlange zu kotzen, so wie letztes Jahr. Das wäre super, danke. Hängt aber auch ein bisschen mit dem Duschen und Zähneputzen zusammen vielleicht. Dann, meine Freunde, bin ich am Donnerstag, den 23. um 11 bis 16 Uhr auf der Arena auf Valor Stage, meine Freunde, da wird ein bisschen was gezockt. Da sind noch ein paar andere Kandidaten dabei. Da kann ich euch noch nicht allzu viel zu sagen. Arena auf Valor wird ein bisschen was gezockt. Da werden auch sicherlich das ein oder andere Foto mal gemacht werden können. Kriegen wir auf jeden Fall alles easy, easy hin. Dann, Leute, bin ich am 23. von 16 bis 20 Uhr in der Asus Stage. Hab da ein bisschen Moderation, tu ein bisschen was über PCs, talken. Wir schrauben an dem Rechner rum, spielen ein bisschen Minecraft, können auch sicherlich das ein oder andere Foto wieder zwischenschieben. Wie gesagt, alle Stages mit dem Ort der Stage sind in der Videobeschreibung. Und dann geht's von 20 Uhr auf die Gamigo Party, meine Freunde, wo ich auch tatsächlich auflegen werde. Mit Not So Cool. Das heißt, wenn ihr Bock auf die Amigo-Party zu kommen, informiert euch gerne, wie ihr da hinkommt. Ich weiß es nicht genau, es gibt auf jeden Fall Wege und Möglichkeiten, da hinzukommen. Gönnt euch auf jeden Fall, war letztes Jahr ziemlich, ziemlich nice. Dann am 24. am Freitag bin ich von 12 bis 13 Uhr bei Need for Seed, meine Freunde, und da wird etwas rauskommen. Ja gut, Need for Seed bringt halt Stühle raus. Es wird ein Produkt kommen, wo man drauf sitzen kann, von mir. Ja. Jedenfalls werde ich diese Sachen da signen und es gibt ein paar coole Erlebnisse da für euch. Kommt da auf jeden Fall unbedingt vorbei, meine Freunde. Das ist wie gesagt eine Autogramm- und Fotostunde, 12 bis 13 Uhr Need for Seed Stand. Dann gibt es an der Asus Rock Stage wieder, bei der ESL Stage wieder ein bisschen Rock Action mit Asus, meine Freunde, 14 bis 16 Uhr. Und dann von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr bei Evolve wieder ein wunderschönes Signing von mir, meine Freunde. Also Freitag ist auf jeden Fall kompletter Fantag. Den haben wir jetzt extra so eingerichtet, dass wir da quasi so möglichst viele Leute von euch treffen können. Wie gesagt, alles steht aber nochmal aufgeschlüsselt in der Videobeschreibung. Dann ist am 24. abends ab 20 Uhr natürlich noch die Come On Party im Bootshaus, Leute, wo Not So Cool natürlich auch wieder auftritt. Würden wir uns sehr freuen, wenn ihr am Start seid. Wird richtig, richtig nice. Wir haben ein richtig fettes Set vorbereitet. Der Ticketlink ist in der Videobeschreibung. Gönnt euch auf jeden Fall Tickets. Es sind echt nicht mehr viele da. Der gute Sarazar ist da und komplett YouTube Deutschland wird da sein, Leute. Also es wird sich auf jeden Fall lohnen. Wird eine richtig geile Party und ich glaube, dass Thomas leider auch dahin kommt. Oder? Super. Dann kommen wir direkt zum Samstag, Leute. Da findet eigentlich etwas richtig Nices statt. Und zwar von 9 bis 14 Uhr spiele ich auf der ESL-Stage Shadowgun Legends, meine Freunde. Und das ist diesmal was ganz, ganz Besonderes, denn ich habe hier eine kleine Nachricht, die euch sicherlich erfreuen könnte. Und zwar ist es ein Invitational-Turnier, meine Freunde, was von Madfinger veranstaltet wird. Invitational, das kennt ihr, gab es von PUBG auch. Da kommen Leute hin auf die Bühne, zocken das quasi. Und wir sind da auch mit vor Ort. Und Shadowgun sieht ungefähr so aus. Ihr seht hier gerade, da sieht man so ein klein bisschen, was da so abgeht. Wie gesagt, Halle 9.1 ist das B057 ist der Stand, sehe ich gerade die kompletten ESL-Stände. Ab 9.30 Uhr quasi dann bis 14 Uhr auf der ESL-Bühne wird mit anderen YouTubern gegen existierende Teams angetreten. Da sind noch, wie gesagt, ein paar andere dabei. Es wird für Merch und Ingame-Stuff und sowas geben. Wir schmeißen ein paar Sachen in die Bühne und ihr könnt es quasi beim Zocken und Gewinnen natürlich zugucken. Wahrscheinlich werden wir gegen ein Profi-Team gewinnen, oder? Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Also seid auf jeden Fall dabei. Und wie gesagt, der Link zu der App und dem ganzen Kroms ist in der Videobeschreibung. So, viel dazu, meine Freunde. Dann geht es ab 16 Uhr wieder bis 20 Uhr auf die Asus-Stage. Da wird ein bisschen moderiert, PC gebaut, ein bisschen Minecraft gespielt, ein bisschen diskutiert mit anderen Leuten. Sind auch noch wieder andere Streamer mit vor Ort, unter anderem der liebe Herr Ponyhof, den ihr vielleicht auch schon kennt. Und das wird auf jeden Fall auch ganz geil. Da können wir auch ein paar Fotos machen. Und dann schaue ich mal weiter, meine Freunde. Ja, und dann fahre ich nach 20 Uhr nach Hause, weil ich dann tot bin, weil die komplette Woche so dermaßen stressig ist, dass ich wahrscheinlich danach 6 Wochen keine Videos mehr hochladen werde. Boah, das habe ich gerade in Doppeltime-Geschwindigkeit runtergeflowt. Dicker.
Also, so viel auf jeden Fall zu Gamescom. Der komplette Plan ist nochmal richtig schön aufgeschlüsselt in der Videobeschreibung mit sämtlichen Links und so weiter und so fort. Ich würde mich echt freuen, den einen oder anderen von euch zu sehen oder die eine oder andere oder was auch immer ihr gerne da draußen darstellen möchtet. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Es wird eine richtig geile, aber auch anstrengende Woche. Also wie gesagt, trinkt genug, ja. Nehmt euch genug Vitamin C mit, Leute. Ihr werdet safe krank werden. Also esst genug Orangen, bla 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 und duscht euch einfach. Das sind die Tipps, die ich euch geben kann. Westside, macht's gut. Bis zur Gamescom. Ciao.